Ja, guten Abend. Wir sind von der Berliner Robin Wood Gruppe und sind heute auf dem Bündnis gegen die A100 aktiv. Unsere aktuellen Projekte, naja, der Name ist ein bisschen Programm. Wir leisten Widerstand gegen den Ausbau der A100. Aktuell hat jetzt begonnen der Bau der Trasse von Neukölln bis zum Treptower Park. Geplant ist aber schon die Verlängerung einmal quer durch den Friedrichshain bis zur Storkower Straße. Also selbst der Trassenverlauf hier auf der Karte ist inzwischen veraltet. Sie soll noch länger gezogen werden durch die Stadt. Wir kritisieren zum einen die Belastung durch Autoverkehr, die immens steigt, den Verlust von Stadtgrün und auch von Wohnraum. Ganz besonders aber, dass hier eben ganz enorme Ressourcen in Bewegung gesetzt werden, um der Bauwirtschaft Profite zu garantieren. Und wir ja in unseren Gruppen, in unseren Zusammenhängen immer wieder hören, naja, wir müssen halt alle den Gürtel enger schneiden, es gibt ja nichts. Was haben wir in den letzten Jahren erreicht? Wir haben eine Besetzung durchgeführt auf der A100-Trasse und dadurch große mediale Aufmerksamkeit für unsere Kritikpunkte erzeugen können. Dabei gab es eben vier Räumungsversuche, beziehungsweise dann letztendlich tatsächlich auch die Räumung seitens der Polizei, jetzt Anfang Februar. Und genau, wir konnten so erreichen, dass der Ausbau und Weiterbau da der A100 eben nicht still und heimlich weiter vonstatten geht. Das ist ein Bild vom Räumungstag. Ich meine, die Farben sieht ziemlich geil aus. So die Menschenmenge, an der können wir noch arbeiten. Das nehme ich mal als Applaus für die Farben. Wo liegen aktuelle Schwierigkeiten? Aktuell oder als nächstes oder als hoffentlich nächster Brennpunkt auf der Trasse sollen in der Bermannstraße zwei Wohnhäuser abgerissen werden und eine Kleingartenanlage platt gemacht werden. Und da sind Kündigungen ausgesprochen worden für dieses Jahr. Die ersten sind gekündigt zum Juni. Und da hoffen wir, dass wir es gemeinsam hinkriegen mit den Mietern, in Treptow eine Widerstandsdynamik gegen diese Autobahn geben könnte, eben weil hier so Geschichten wie das ganze Wohn- und Mietenthema, aber dann eben auch die Verkehrspolitik, klimapolitische Sachen einfach an einem Punkt sich konzentrieren und ich denke, da sollten wir ran. Ansonsten, wer sich interessiert für die A100 und oder speziell die Situation in Treptow, ist ganz herzlich eingeladen in der ersten Workshop-Phase. Da wollen wir gern informieren oder diskutieren, je nachdem wer kommt, worauf ihr Bock habt und